Ja, seit 111 Tagen bin ich nun mittlerweile im Amt. Es sind auch schon noch ein paar mehr geworden mittlerweile, denn wir haben schon Ende Mai. Und ich bin sehr froh, dass die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Andafinne mir das Vertrauen ausgesprochen haben und dass ich hier nun hauptamtlich mich engagieren darf und die Aufgaben für die Verbandsgemeinde auf den Weg bringen darf. Was sich in den ersten Monaten meiner Amtszeit gezeigt hat, dass ich denke, doch die Kommunikationskultur sich wesentlich verbessert hat. Gerade die Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt und wo wir in intensivem Austausch immer wieder um sachliche Kompromisse feilen, schauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger eben die Aufgaben in den Vordergrund stellen und schauen, dass wir dort eben gute Lösungen in der Verbandsgemeinde organisieren können. Ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder in den Mittelpunkt stellen, ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier geht es vor allem darum, abzusichern, das Thema der Kinderbetreuung, sowohl in der zeitlichen Thematik, aber auch gerade in der entsprechenden Bildungsqualität. Da sind wir eben sehr eng dran, mit den einzelnen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, aber eben dort auch immer wieder mit den Gemeinden und mit den Bürgermeistern und den Gemeinderäten zusammenzuarbeiten, weil es hier wirklich darauf ankommt, zu schauen, wie sind die Befindlichkeiten in den Ortschaften. Und da haben wir schon kleine, aber feine Unterschiede. Das ist einfach auch sicherlich der Größe unserer Verbandsgemeinde geschuldet. Bei 25.000 Hektar ist es natürlich eine ziemlich weite Ausdehnung von Lossa bis nach Taugwitz oder eben von Memleben bis nach Eckertsberga und nach Herrn Gosserstedt. Da sind wir schon eine Weile unterwegs, wenn wir uns in der Verbandsgemeinde bewegen. Und da hat eben auch jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung zu den einzelnen Dingen. Und ich denke, es gehört einfach mit zu meinen Aufgaben, diese Unterschiedlichkeiten zu kennen und denen auch Beachtung zu schenken und bei der Suche nach Kompromissen hier einfach dies auch in den Vordergrund zu stellen. Ja, der Amtsantritt war geprägt von vielen Besuchen, vielen Terminen. Über 290 hatte ich dann mal gezählt in den ersten 111 Tagen. Das war natürlich sehr turbulent. Vor allem war die Anfangszeit meiner Amtsperiode auch von vielen, vielen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr geprägt. Gerade hier in Bad Bibra und im Umfeld waren da doch einige Dinge, die die Kameradinnen und Kameraden dort zu regulieren hatten und wo ich wirklich sehr, sehr stolz bin, dass ich nicht nur die Kameradinnen und Kameraden zu Beginn des Jahres in den Jahreshauptversammlungen kennenlernen durfte, sondern eben auch im Einsatz mich davon überzeugen konnte, dass man hier mit sehr viel Herzblut und sehr viel Einsatzbereitschaft dabei ist, um die Aufgaben anzugehen. Und ich denke, das kann man auch nicht hoch genug schätzen, da einfach immer wieder Danke zu sagen für das Engagement. Nicht nur der Kameradinnen und Kameraden, die sich in der Einsatzabteilung befinden, sondern auch die Ehrenabteilungen, die hier mit unterstützen, aber vor allem die Familien, die auch im Hintergrund diese Tätigkeit mit unterstützen und mit ermöglichen. Wir hatten ja am Wochenende auch die Möglichkeit, 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Eckertsberga zu feiern, mit einem ganz besonderen Highlight, auch 25 Jahre Feuerwehrchor Roter Hahn, wo wir uns im Rahmen der Festveranstaltung auch von den besonderen Sangesleistungen überzeugen konnten. Das fand ich wirklich auch sehr angenehm. Aber auch die Jugendarbeit bei den Feuerwehren ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist und was wir immer wieder unterstützen müssen. Und eigentlich können alle Bürgerinnen und Bürger wirklich froh sein, dass wir so viele Menschen haben, die sich ehrenamtlich in der Verbandsgemeinde engagieren und diese Aufgaben übernehmen und hier einfach sagen, okay, neben meiner normalen Tätigkeit und allen anderen Herausforderungen, die ich habe, bin ich einfach dabei und bin bereit, mich auszubilden, aber auch im Einsatz hier meinen Mann oder beziehungsweise meine Frau zu stehen. Und in der Verbandsgemeinde erwartet uns ja bei den Feuerwehren in diesem Jahr mit der Inbetriebnahme der ICE Strecke noch eine riesengroße Herausforderung, wo ich sehr, sehr froh bin, dass wir mit dem Kreisbrandmeister und mit allen Verantwortlichen auch des Burgenlandkreises und der Deutschen Bahn hier auf einem guten Weg sind, um auch diese Herausforderung für die Zukunft zu bewältigen. Ja, die anderen Herausforderungen, die wir jetzt haben, sind natürlich die Haushalte in den Mitgliedsgemeinden und in der Verbandsgemeinde. Da muss ich sagen, in der Zusammenarbeit mit den Fraktionen der Verbandsgemeinde ist es uns gelungen, doch hier einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, vor allem unter der Prämisse, dass wir die Mitgliedsgemeinden nicht mehr belasten müssen. Wir haben ja als Verbandsgemeinde eine relativ komfortable kommunalpolitische Situation, was den Haushalt angeht. Uns wurden Aufgaben übertragen, die müssen finanziert werden und sagen wir mal, verkürzt gesagt, könnten wir alles aufschreiben, was wir zur Finanzierung brauchen, machen einen Strich drunter und sagen, liebe Mitgliedsgemeinden, gebt uns mal als Umlage das Geld, damit wir unsere Aufgaben erfüllen können.
Aber das kann nach meinem Dafürhalten nicht zielführend sein, denn das Leben in unserer Verbandsgemeinde findet in den Orten, in den Mitgliedsgemeinden statt. Und hier müssen wir eben einfach schauen, dass gerade auch die Mitgliedsgemeinden handlungsfähig bleiben und auch einen finanziellen Spielraum haben, den dort eben auch weitere Maßnahmen möglich sind, Investitionen in die Infrastruktur auch in den Mitgliedsgemeinden möglich sind. Und auch der Rentnertreff oder der Jugendclub, das muss weiterhin von den Mitgliedsgemeinden finanziert werden. Genau, die besondere Herausforderung bei der Finanzierung der Aufgaben für die Verbandsgemeinde ist ja, dass wir die Mitgliedsgemeinden nicht über Gebühr belasten müssen. Und der erste Entwurf, der mir von der Verwaltung vorgelegt wurde, hatte hier noch ein Defizit von ungefähr 500.000 Euro. Und in Zusammenarbeit mit den Ämtern und den Mitgliedsgemeinden ist es uns dann aber gelungen, eben doch einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ohne die Umlage der Mitgliedsgemeinden zu erhöhen. Und die Diskussion in den Ausschüssen der Verbandsgemeinde und auch dann die Verabschiedung im Verbandsgemeinderat ist wirklich sehr unspektakulär verlaufen. Und darüber bin ich auch sehr froh, weil ich denke, es ist ein Ausdruck der guten Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinderäten und den Fraktionen im Verbandsgemeinderat. Und daran möchte ich auch zukünftig weiter anknüpfen. Es stehen jetzt doch einige Herausforderungen vor uns, die anstehenden Projekte, die wir inhaltlich natürlich besprochen haben, auch auf den Weg zu bringen. Sie haben sicherlich auch schon davon gehört, dass im Land Sachsen-Anhalt derzeit eine umfassende Prüfung bei den EU-Fördermitteln läuft. Das macht uns an manchen Stellen ein paar Schwierigkeiten, aber ich denke, Herausforderungen sind dafür da, dass man sie löst. Und auch hier können wir nur auf das Miteinander setzen, dass wir schauen mit allen Beteiligten, sei es das Landesverwaltungsamt, sei es der Burgenlandkreis, sei es die Kommunalaufsicht oder alle anderen Beteiligten in den Ministerien, hier wirklich zu schauen, dass wir tragbare Kompromisse finden, belastbare Lösungen finden, die auch für die Zukunft eben halten. Und ganz besonders wichtig ist es, dass wir bei jeder Entscheidung, die wir treffen, auch immer wieder schauen, wie können die zukünftigen Generationen mit den Dingen vernünftig umgehen, die wir jetzt anschieben. Denn es lohnt nicht, nur weil es Fördermittel gibt, bestimmte Projekte zu realisieren, sondern sie müssen in unsere Region passen, sie müssen zu unseren Aufgaben passen und sie müssen zu unseren Werten passen. Und ich denke, das, was die Werte hier ausmachen, sind einfach, wir haben Menschen, die mit der Region verwurzelt sind, die gerne Verantwortung übernehmen, die gerne hier leben, die auch bereit sind, in dem ländlichen Raum eben die notwendigen Wegstrecken auch auf sich zu nehmen, denn natürlich sind wir hier ein Lebens- und ein Arbeitsraum, aber in den meisten Fällen ist ja die Realität dadurch bestimmt, dass man zum Arbeiten irgendwo hinfahren muss und eben hier lebt. Und das muss man möglich machen und dafür muss man auch bereit sein. Und ich habe in den vielen Terminen, die ich jetzt auch vor Ort schon gehabt habe und mit den Bürgern gesprochen habe, wirklich sehr, sehr engagierte Menschen kennengelernt, die gerne in den kleinen 52 Ortschaften unserer Verbandsgemeinde leben, sich gerne einbringen, aber nicht viel drüber reden. Und das ist auch gut so. Und daran sollten wir, denke ich, anknüpfen. Und manchmal sollten wir, glaube ich, aber auch den Mut entwickeln, doch mal laut drüber zu reden, was wir eigentlich alles tun. Denn oftmals ist die Wahrnehmung, ja, Verbandsgemeinde an der Finne, was passiert denn da eigentlich? Da ist viel Wald, da ist viel Grün, da gibt es Eckertsberger, da gibt es Bad Biebraun, was gibt es da eigentlich noch? Sonst passiert da doch gar nichts. Wenn Sie aber mal im Detail hinschauen, hat sich in der Verbandsgemeinde an der Finne, haben sich wunderbare Ortschaften entwickelt mit ganz liebevollen, engagierten Menschen, die gerne hier in der Region leben. Und ich denke, die einzelnen Aktivitäten, die es da gibt, die sollten wir einfach mal zusammenfassen und sollten Sie vorstellen. Und da würde ich Sie einfach auch bitten, wenn Sie sowas haben, kommen Sie ruhig aktiv auf mich zu, stellen Sie Ihre Projekte vor. Ich bin gern dafür bereit, auch hier zu werben, um Unterstützung dann zu finden, wenn es notwendig ist, Finanzierung auf die Beine zu stellen. Sie müssen einfach nur den Mut haben, auf mich zuzugehen und über die Dinge zu reden. Eine schöne Aktion haben wir beispielsweise jetzt auch in Eckertsberger mit den Löscheimern durchgeführt. Das werden Sie sicherlich auch in der Presse gelesen haben. Einfach um darauf aufmerksam zu machen, dass es eben wichtig ist, sich zu engagieren. Denn ansonsten kann es eben auch passieren, dass wenn man die Feuerwehr ruft, doch keiner mehr kommt. Da habe ich aber hier bei uns in der Region keine Bange, weil ich, wie gesagt, in den ersten Tagen meiner Amtsperiode doch hier sehr, sehr engagierte Kameradinnen und Kameraden in den Freiwilligen Feuerwehren kennenlernen durfte. Sicherlich haben wir da viele Herausforderungen für die Zukunft, aber da ist mir überhaupt nicht bang, dass wir dort auch entsprechende Lösungen finden werden. Es wird einige Herausforderungen geben, aber Herausforderungen sind immer dafür da, dass man sich denen auch stellt.
Ich denke aber, es wird von unserer Seite auch wichtig sein, von Seiten der Verwaltung auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Und bei bestimmten Aufgaben werden wir zukünftig, davon bin ich überzeugt, nicht umhinkommen, auch mit unseren Nachbarngemeinden zusammenzuarbeiten. Sei es eben die Verbandsgemeinde Unstruttal oder eben auch mit dem Burgenlandkreis. Wir müssen uns über die Inhalte unterhalten, über Aufgaben reden und müssen den bestmöglichen Weg finden, um hier mit allen beteiligten Akteuren dann auch die Lösung auf die Beine zu stellen, dass sie finanzierbar bleibt und dass eben die Belastung der Bürgerinnen und Bürger hier nicht ins Unermessliche steigt, weil ansonsten wird es uns perspektivisch noch weniger gelingen, junge Familien hier in der Region zu halten. Da haben wir im Moment einen sehr, sehr positiven Trend, eine sehr positive Entwicklung. Wir haben sehr viele kleine Kinder hier in unserer Region. Unsere Kindertageseinrichtungen sind sehr gut ausgelastet. Und das ist, denke ich, auch ein positives Zeichen dafür, dass die Familien sich hier wohlfühlen, dass die jungen Familien gerne hier leben und gerne hier wohnen und eben auch die Verantwortung übernehmen, dann zu ihrer Arbeitsstätte zu fahren und wieder hierher zurückzukommen. Und daran sollten wir anknüpfen. Das ist auch etwas, wo ich eben sehr, sehr froh bin, dass ich mit meiner Familie, mit meinen beiden Töchtern und meinem Mann hier in Saubach in der Verbandsgemeinde Anderfinne leben darf. Es ist ein unheimlich behütetes Umfeld und dieser Wert, dass Kinder in dieser dörflichen Struktur sehr frei und sehr selbstbewusst aufwachsen dürfen, ist, glaube ich, etwas, was wir an Wert unseren Kindern einfach mitgeben sollten und wo wir für die Zukunft dran anknüpfen sollten. Und das ist auch eine Verpflichtung, der wir uns jeden Tag stellen müssen und der ich mich jeden Tag stelle bei allen Entscheidungen, die wir hier treffen, dass wir dort wirklich sehen, wie können wir diese Werte auch für die Zukunft weiter bewahren und wie können wir weiter daran anknüpfen und alle notwendigen Dinge auf den Weg bringen, damit auch die nächste Generation im ländlichen Raum hier wirklich ein gutes Standbein hat und einfach an diesen Dingen auch anknüpfen kann und hier gut weiter leben, arbeiten und sich wohlfühlen kann. Ja, dann vielen Dank und ich denke, wir werden uns auf diesem Weg sicherlich über kurz oder lang wiederhören und wiedersehen. Und wie gesagt, immer wieder kommen Sie auf mich zu, reden Sie mit mir, dafür bin ich da, dafür haben Sie mich gewählt. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach da in einen regen Austausch miteinander bleiben könnten. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.